Heftiger Regen hat in der Millionenmetropole New York zu Überschwemmung und Sperrung von Autobahnen, Straßen und Flughafenterminals geführt. New York versinkt im Ausnahmezustand. Ein heftiger Regensturm hat die Stadt praktisch lahmgelegt. Es sind in wenigen Stunden so viel Regenmengen gefallen wie normalerweise in einem ganzen Monat. Und natürlich, klar, sofort hat sich die Stadt in eine Krisenzone verwandelt. Man sieht hier hinter mir zum Beispiel ein Auto, das stecken geblieben ist in den Fluten, verlassen von den Besitzern. Allerdings in dieser Straße fahren ab und wann noch Wagen durch. Ähnliche Szenen spielen sich im ganzen Stadtgebiet ab. Besonders betroffen ist der U-Bahn-Verkehr und auch der öffentliche Verkehr. Viele der U-Bahn-Stationen sehen aus wie Wasserfälle. Zahlreiche U-Bahn-Linien mussten eingestellt werden. Hinter mir sieht man jetzt ein Auto, das sich den Weg durch die Fluten bahnt. Besonders schlimm ist die Lage auch am Flughafen LaGuardia. Dort wurde das Terminalgebäude geflutet. Wirkliche extreme Verkehrsbehinderungen. Bürgermeister Eric Adams hat gewarnt praktisch vor einer Lebensgefahr für Menschen, besonders die in Kellerwohnungen leben. Sie sollen sofort die Flucht antreten. Es wird in den nächsten Stunden erwartet, dass es weitere Niederschlagsmengen gibt hier in New York. Eine echte Katastrophe. Die Stadt ist praktisch zum Stillstand gekommen. Es ist eine wirkliche große Krise. Und erinnern an die Szenen vor als Hurricane Ida, die Überreste von Hurricane Ida durch die Stadt gezogen sind. Damals gab es mehr als 10 Tote. Auch der Flughafen John F. Kennedy teilte mit, der Regen sorge für Störungen im Betrieb. Dazu kommen zahlreiche Sperrungen von Bahnstrecken.